Klar, alles klar. Vorurteile gegen Gelehrte sind mittlerweile nicht mehr gegeben, die hast du abgebaut. Jo. Und ah, sieht gut aus. Perfekt. Ich habe natürlich gerade an einige Forschungen, aber die können warten. Dann werde ich mich sofort an die Arche und den Druck begeben, den Unwasserdruck in den Adern. Also gut. Schön, ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Du Pass kannst auch auf, erkennen es könnte etwas von dort turbulent oben. werden. Von dort oben kannst du auch noch erkennen, die Zedrake liegt immer noch unverändert am Wasser, immer noch grüner Rauch, der von dort ausgeht. Also seit Den grünen. mittlerweile, ja, die Ruderer haben natürlich noch ein bisschen gebraucht mit ihrem Ruderboot, aber die liegen da jetzt wohl schon seit 40 Minuten, 45 Minuten liegen die jetzt da mit grünem Rauch. Okay. Ich werde wieder das Cookglas an einen der Navigatoren abgeben und mich dann auf die Suche nach Jalan machen, den ich dann nach seiner Szene antreffe. Romedy. Ja. Ich bin unterwegs zu der gelehrten Magistra, die ich vermute, irgendwo in der Nähe des Steuerturms in einem der Räume Genau, die anzutreffen. ist aktuell oben im Brückenturm. Du kannst dann auch durch die ja, Fenster nicht, aber durch die Tür kannst du dann sehen, wie der wohl Everdaios gerade mit dem gelehrten Doshek spricht. Der wurde da wohl auch nach oben gebracht. Du hast noch ein bisschen gesucht und dann findest du Magistra Kohlrab, die hier gerade mit ihren Elevinnen sitzt und ihnen irgendetwas beibringt über Artefakte. Ah, Magistra, wie ich gerade vernehme, habt ihr genau das richtige Thema, zu dem ich euch gerne einen Augenblick sprechen würde. Und Romilly lächelt sie ergreifend an. Ja, euren Lächeln könnt ihr euch sparen. Was wollt ihr? Nun, wir hatten soeben Besuch und ich habe den Gästen einige Gegenstände abgenommen. Es wäre gut, wenn wir Näheres darüber erfahren würden. Das ist ja interessant. Odem Arcanum Sensorei liegt dort ein Hauch von Zauberei. Schaut sie auf die Gegenstände, die du jetzt ausbreitest und nickt dann. Ja, diese Gegenstände sind allesamt magisch. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich bin sicher, ihr werdet Näheres mit euren Schülerinnen herausfinden, wenn ihr mich Ganz nun bestimmt. entschuldigen wollt. Ganz bestimmt bin ich dazu in der Lage. Ihr nicht? Nun, mir hat diesen aber bisher noch niemand beigebracht, der nähere Rückschlüsse erlaubt. Ah, das ist ja schade. Lernt man so etwas nicht im Wald? Lernt man dort andere Dinge, die auch nützlich sein können? Mit Bäumen sprechen? Nun, stellt euch vor, ich kann auch oben mit den Steuerfrauen sprechen, die ja auch Baum sind. Dafür muss ich allerdings nicht 10 Jahre im Wald leben. Wünsche euch noch einen Tag, Magistra. Soll ich Ich drehe euch. mich um und gehe. Ja, sei dir gewiss, sie wird diese Artefakte untersuchen, aber sie wird dir nicht erzählen, was da für Zauber drauf liegen. Davon bin ich ausgegangen, dass sie das nicht tun wird. Oh, ist das frustrierend, mit dieser Frau zu sprechen. Jalan. Jalan tut im Grunde nicht sehr viel anderes als der Fandarius. Er steht vorne auf dem Kanonendeck, lässt nochmal ja, die Bereitschaft überprüfen, sind die Dinger auch geladen, lässt die Schwererotze schon mal. Moment, wie liegen wir im Wasser? Die Zedrak ist vor uns, richtig? Ich muss gerade mal schauen. Ja, ihr habt einfach gehalten, ohne eure Position zu verändern. Und die Zedrake ist dann so beigedreht, dass die schwere Rotze zwar schießen kann, aber die mittlere und die leichte können von der aktuellen Position aus, würden die euch nicht treffen. Ja, weil die Reichweite nicht reicht. Genau, richtig. Richtig, aber das Wichtige ist, sie liegt vor unserem Bug. Gut, er lässt halt nochmal die. Eigentlich macht Bronn das alles und Jana steht nur daneben und gibt wenig hilfreiche Vorschläge. Er lässt nochmal die Höhe überprüfen, schickt zwei Läufer hoch, dass die Mannschaften oben auch Bescheid wissen. Und betrachtet die Zedrake durch das Fernrohr, das man ihm gereicht hat. Keine Regung. Warum wohl? Vielleicht hat er geblufft. Ah, da Der seid ihr. Bakterer meine ich. Ich glaube, er konnte seine Nachricht wohl nicht absetzen. Ansonsten, oder er hat gelogen, wie er sagt. Ansonsten werden wir schon längst knietief in Barbaradianern stehen. Sinnschärfe, Schwert um 12. Von euch beiden. Ich eine Erleichterung, weil ich das Fernrohr habe? Nö. Werde ich natürlich nicht schaffen. Leider nicht, nein. Nope.
Ja, das Schiff bewegt sich erstmal nicht. Sie könnten natürlich... ihre Kanonen trotzdem bereit machen unter Deck. Das werden wir von hier aus wohl kaum sehen. Aber sie bewegen sich nicht. Was? Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Hochwohlgeborenheit Romilly nur Wohlgeborene etwas... verdaiert. Sie ist keine Gräfin. Dass Romilly einen besseren Ausblick von dort schaut in den Himmel nach oben. Nun, von dort oben hätte, wenn wir sicher sein können, dass hier keine anderen Schiffe sind. Nun, das würde uns den Angriff erleichtern. Bei allem Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ich bin nicht bereit, ihr Leben darauf zu verwetten, dass kein Harpunar von dem anderen Schiff aus sie trifft. Nun, bei der Reichweite? Bon, wie weit können die schießen? 600 Schritt, sagst du? 400 bis 600. Man kann natürlich auch noch weiter feuern, aber dann wird das sehr, sehr schnell, sehr ungenau. Und sie fliegt doch auch schnell, die Kleine. Ihr könnt sie fragen, wenn ihr möchtet. Aber... Nun, wenn das eure zeitlichen Vorstellungen vorsehen, Kapitän, dann würde ich sie fragen. Es würde uns vielleicht einen Vorteil verschaffen. Ihr habt ein Stundenglas, dann ziehen wir ab oder greifen an. Ei, Kapitän, wird aus. Salutiert und geht in den Steuerbaum, um Romilly zu finden. Die guckt dir gerade ziemlich eingeschnappt entgegen. Romilly, was ist denn... Verzeiht, Anweisung. Glaubt ihr, besitzt ihr die Sternenkraft, um in den Himmel zu fliegen und nach anderen Schiffen Ausschau zu halten? Der Kapitän hat uns eine Stunde gegeben, bevor zum Angriff geblasen wird. Gut, das lässt sich einrichten. Steht ihr gerade immer noch oben auf dem Kanonendeck oder wo stehen jetzt Ephadaios und Romilly gerade? Wir sind in einem Kartenraum. Im Kartenraum, okay. Ja, dann bekommt einen Schadenspunkt. Okay. Weiß ich woher oder fühle ich mich einfach auf einmal schmerzhaft? Nein, tut weh. Es zwickt. Gut, wir werden so lange warten, ansonsten auf eurem Besenstiel ist es wichtig, dass wir an derselben Stelle verweilen, also könnt ihr auch woanders landen, sicherlich, oder? Natürlich, solange ich in etwa weiß, wo ich euch finden kann. Nun, noch ist es ja hell. Also wenn, dann sind wir beim Angriff des anderen Schiffes. Gut, ich werde ein paar Sachen vorbereiten und dann breche ich sofort auf. Ausgezeichnet. Wenn ich vorne, wenn es mir vorne wehtut, wie intensiv ist das? Ich meine, bei einem Schadenspunkt wird es nicht viel sein, nehme ich an. Es zwickt einfach nur. Hast du kurz das Gefühl, wie so ein schlechter Kopfschmerz und dann ist er wieder weg. Ich schüttel dich nur kurz den Kopf, ich das Fernrohr wieder ins Auge und schaue erstmal weiter. Dann nochmal eine Sinnschärfeprobe. Ich vermute, du beobachtest die C-Dracke, ja? Oder? Ja, ich werde nicht mit dem Fernrohr den Horizont absuchen. Dafür habe ich nicht die Geduld. Also mit den Augen vielleicht, aber dafür werde ich keine Probe kriegen. Und den Rest macht Romilly. Ich hätte maximal 9 über. Also maximal 9 Erschwernis. Du siehst ein Blitzen von Licht. Wenn du nochmal genauer hinguckst, das ist wohl ein Fernrohr auf der Zitrake. Da wird sich gerade jemand vom Hauptdeck, vom Achterdeck aus beobachten. Seht ihr das, Bronn? Die beobachten uns. Würde ich auch tun. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das gar nicht. Naja, ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier bleiben und gar nichts tun. Darauf warten, dass die etwas machen. Oder ihr tut etwas. Entweder hier abhauen oder sie angreifen. Ja, aber Ephadaios ein wenig Zeit gegeben, Kundschaft zu organisieren, um ein besseres Bild unserer Umgebung zu haben. Wir wollen in keine Überraschungen laufen, falls wir uns zurückziehen müssen. Okay, ich möchte zu bedenken geben, das ist eine viermastige Zitrake. Ich sag mal 40 bis 50 Schritt, so genau kann ich das nicht sagen, je nach Bauart. Ich weiß nicht, was das für eine Klasse ist, aber... Die hat schon ein bisschen mehr Feuerkraft.
Und dadurch, dass wir auch auf euren Befehl hin vor diesen kleinen Talungen geflohen sind, wollte ich das nur zu bedenken geben. Dieses Schiff hat ein bisschen mehr Kraft. Es ist zur Kenntnis genommen. Haltet einfach die Lunten heiß. Wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt. Lasst erstmal der Fandarius seine Arbeit machen. Ich werde mit ihm sprechen. Falls die schießen, schießt zurück, ohne Befehl. Jawohl. Feuer auf eigenes Ermessen. Gibt er den Befehl weiter und noch ein paar Gradkorrekturen, die er dann gibt, während du auf dem Oberdeck herumstolzierst und einen weiteren Schadenspunkt bekommst. Noch ein, okay, jetzt ist es kein Zufall mehr. Fühlst dich beobachtet. Ja, dann gebe ich wieder die Szene an Ahmad. Jasper hat gerade seine ja, Tirade nicht, aber seine Erzählung beendet und es endet eben damit, wie er sich in dem Prozess in Festum retten konnte. Jarlan hat zwar Hilfe versprochen, aber die war sehr unnütz, konnte also keine entlastenden Beweise vorlegen oder ja seinen Namen dann reinwaschen, so dass er immer noch geächtet ist. Ja, man legt ihm mal die Hand auf die Schulter und schaut ihn an. Falls ihr euch jemals wieder von diesen Leuten falsch behandelt fühlt, kommt damit zuerst zu mir. Ich danke euch, mein Herr. Es ist schön, dass wir einen Rondrianer an unserer Seite haben, der noch etwas von Recht und Ordnung versteht. Nun, ich versuche die Sicherheit aller Leute hier zu gewährleisten. Wenn ich solch schändliche Taten sehe, wie dort unten wo das Schiff gelagert wird, wird mir schlecht. Nun Wenn ja. ihr einmal Hilfe braucht, dann werde ich selbstverständlich an eurer Seite stehen. Auch wenn ihr es meint, dass ihr den Kapitän absetzen müsstet. Nun, Ich werde an eurer Seite sein. freut mich zu hören. Bis jetzt habe ich solche Bedenken allerdings noch nicht, aber wenn sich die Sachen verschlimmern, die ich hier ansehen muss, dann werde ich auf dieses Angebot zurückkommen. Dann nickt er nochmal Jasper zu und meint, ich werde mal schauen, was die Leute dort oben planen. Jarlan hat jetzt gerade begriffen, warum er der Wandler heißt. Ja, und damit tritt der Rondra-Geweihte Ahmad wieder nach oben auf die anderen Helden. Romilly wollte ihren Besen holen. Wollte in ihre Kabine gehen, Ja. Möglichst reisetaugliche Kleidung anlegen, sprich Lederhose und Oberteil. Ja, wenn du in die Kabine gehst, kannst du sehen, wie Aldare auf dem Bett liegt und gerade zuckt und weißen Schaum vor dem Mund hat. Ich stürme herein. Aldare, was ist mit dir? Schau mich um, wo ist unsere Mitschwester? Würfel mal eine Sinnesschärfeprobe. Ihr Götter. Ja, weißt du nicht, Aldare ist wohl allein in diesem Raum und sie liegt wie gesagt auf dem Bett und zuckt gerade unkontrolliert. Ihr ganzer Körper ist so ein bisschen steif wie ein Brett, aber ja, Schaum vor dem Mund und sie erstickt wohl gerade so ein bisschen an sich selbst. Ich dreh sie auf sie auf die Seite, damit sie zumindest ja, die Spucke auf dem Boden aus ihr rauskommt. Ja, okay. Das soll gelingen. Versuche sie auch ein bisschen zu stabilisieren. Notfalls lege ich sie auf den Bauch und den Kopf so, dass er neben dem Bett liegt, renne dann raus und schrei: Medikus! Brauch sofort einen Medikus hier! Der Ruf schallt durchs Schiff und ist von allen zu hören. Nach ungefähr einer Minute kommt dann auch mal ein Medikus. Die anderen Helden können das aber auch alle hören. Ich stürme her, aber ich war sowieso gerade auf dem Weg, nachdem ich den zweiten Schadenspunkt kassiert habe. Na, Ich wenigstens. stürme Richtung der Kabine. Gut, dass ihr da seid. Was geht denn hier vor sich? Weiß es nicht, aber meine Freundin scheint krank zu sein. Und ein Medikus wird da sicherlich eher was tun können als ich. Der Reine stehe uns bei. Sicher, dass das keine Zauberei ist. Schlechter Zeitpunkt. Puh. Noch mehr Probleme, Euer Gnaden?
Hat das mit unseren Feinden zu tun? Hat sie irgendeine Krankheit oder was ist das denn? Sinnschärfeprobe hören. Hallo? Wenn ihr in dem Raum seid. Dann nicht. Geschafft? Nee, nicht geschafft, scheiße. Bis zu 12 Verschwendes. Dann kannst du wohl hören, wie sie gerade auf der Seite liegt und irgendetwas rauskeucht. Worte. Ja, einfach raus, geht ganz schnell. Sie sagt irgendwas. Blau und kalt. Kein oben, kein unten, Kälte. Mein Körper anders, mir fremd. Der Herr, ein Wesen des Wassers, voll Stolz und Zorn. Es befiehlt. Kälte des Wassers, Kälte des Throns. Ich verberge mich vor den Blick des Feindes. Eine Mauer, dahinter wieder Algen. Ich hebe den Blick, mein Herz zittert Furcht. Ich sehe den Berg im Schein des flammenden Wassers. Feuerschlick, der Befehl, verteidige ihn mit deinem Leben. Sie sind überall. Scheren, Klauen, blanke Zähne und Klingen, Herr, der Herr und der goldene Thron. Ich muss ihn schützen, doch ist zu spät. Er sinkt nieder, Verwirrung, maßlose, vollkommene Verwirrung des Geistes. Was bin ich? Was tue ich, oh Schrecken, fort von hier. Auf, nur auf, fort von hier. Unter mir ein Berg, um mich die Kälte. Hinter mir der leibhaftige Grauen. Ich ahne die Sonne, sie scheint nur durch das Blaue auf. Ich durchstoße das kalte Nass, sehe das Licht, atmet die Luft. In der Ferne eine winzige Insel, da ergreift es mich. Ein Schmerz, es zieht mich zurück in die Tiefe. Ich glaube, der Feind will von ihrem Geist Kontrolle ergreifen. Blau und kalt, kein oben, kein unten, Kälte. Mein Körper ist anders, mir fremd. Schalven. Was erzählt sie, Ephanaios? Sie ist nicht, sie sieht irgendetwas. Ich weiß nicht, ist es sie? Vielleicht versucht jemand in ihren Geist einzudringen. Wir müssen sie von den anderen abschoppen. Sie darf keine Informationen über unsere taktischen Vorgehensweisen erhalten. Mir reicht das. Genug magischer Blödsinn, der hier abgeht. Rommeli, kümmert euch drum. Ephanaios, im Sprint, 3 Meilen südwestwärts. Ja, Rommeli kniet sich... Nein, hier weg. Stürme aufs Hauptdeck. Feuer frei, sobald ich aus der Tür bin. Feuer frei, wird der Befehl gegeben. Und dann knallt es einmal laut. Hoffentlich Spur der Verdarius, sonst sind wir ein toter Fisch. Du wolltest nach Südwesten auf Kundchum zu? Fuck, Südosten. Ich möchte gerne Südosten gesagt haben. Ja, ich Seefahrt nicht sollte hoch genug sein. Ist deine Orientierung auch hoch genug? Wie hoch ist deine Orientierung? Müsst um den 9 dümpeln, lass mich nachschauen. 8. Ah, okay, dann hast du das auch noch hingekriegt, ohne Probe. Wieso schießen wir denn eigentlich gerade? Wir sind doch in, nicht Ausweich in Reichweite, halten. Oder? Ja. Die schwere Rotze kann auf alle Fälle. Ja, die schwere Rotze schießt. Technisch gesehen haben die leichten Rotzen eine höhere Reichweite, aber verrat das keinem. Tue ich nicht. Keine Sorge. Er fährt aus, wird zum Steuerbaum hochgehen und mit dem Schwert den Befehl zur Bewegung weiterleiten. Für einen kurzen Sprint und dann normale Bewegung weiter. Gut, ein kurzer Sprint sind 1 Meile. Die hilft euch zumindest von den Kanonen wegzukommen. Ich hatte 3 befohlen. Ich weiß nicht, ob er das so umsetzen möchte. Er setzt jetzt 1 Meile um. Es ist mir völlig egal, was du gesagt hast. Ja, aber er sagt ja... Und dann wie viel Schritt? Oder einfach ganz normal in Richtung? Gut, unbekannter Handlungspunkt minus 2. F? Ja, ich hatte nur kurze Distanz verstanden. Kurze Distanz, ja. Also wie gesagt, 1 Meile Sprint. Und dann ansonsten lauft ihr, ich schieb euch jetzt mal 20 Meilen weiter für einen weiteren Handlungspunkt. Ihr könntet dann auch weiterlaufen, das dauert ja ein bisschen... bis ihr dann die 20 Meilen marschiert seid. In der Zeit. Wird geschossen. Tja, dann lauft ihr noch einmal an der Schatzkiste von, also so heißt das Schiff, die Xeranische Zedrake heißt Schatzkiste, könnt ihr dann noch einmal mit den leichten und mittleren Rotzen einmal schießen und könnt sehen, dass wohl einer der Masten umknickt. Sie sind nicht bereit, einen weiteren Schuss oder sowas auf euch zu feuern. Also da passiert gar nichts.
Genau, die Frage war, wie lange dauert ein Sprint? Die Geschwindigkeit ist 18 und du musst eine Meile lang laufen. 18 mal 3,6 ist eine Geschwindigkeit von 64 Meilen pro Stunde. Das heißt, du wirst wohl eine Minute laufen und hast dann die eine Meile in einer Minute zurückgelegt. Das Beziehungsweise ist. 3,3 Minuten. Was rechnest du da? Bei einer Wenn Meile wir sind 18 nicht. Meilen pro, wenn wir 18 Meilen pro Stunde laufen, teilen wir einfach die Stunde durch 18 Meilen und wissen Oder dann, so. wie viele Meilen wir pro Minute laufen. Ha, es sind nicht 3,3 Minuten, es sind 3,3 Meilen pro Minute. Ja, genau. 3,3 Meilen pro Minute. Ist das ein Sprint? Müssen wir denn irgendwie unter Deck oder fliegen wir einfach vom Board oder what the Warte, fuck? warte kurz. Das sind aber GS18. Sind. Also 18 Meter pro Sekunde, ne? Du musst jetzt erst nochmal auf. Oh, ich dachte, es wären Genau. 18. Ich dachte, es wären Nein, 18. GS18 sind Okay. 18 Meter pro Sekunde. Das tut Du mir musst leid. also erst einmal auf Meilen pro Stunde umrechnen und kannst dann. Ich rechne wir so mal 3,6. Eigentlich ist es. Okay, dann sind wir bei 64 und dann ja, Ja, weniger als eine ja, Minute. also genau, Ja, du hast schon ja. recht. Ich habe mich da vertan. Das Also, ist sehr peinlich. aber was habe ich eben gesagt oder was habe ich irgendwann mal gesagt? Die Beschleunigung passiert nicht sofort und instantan, sondern sie muss erst Geschwindigkeit aufnehmen. Also eine Minute lang sprintet ihr und dann verfallt ihr in euren normalen Trott. Gut, ihr lauft. Was machen die anderen? Romilly steht immer noch neben dem Bett von Aldara. Und möchte einen Zauber sprechen. Welchen? Blick in die Gedanken auf Aldare. Oha. Ja. Ja, ihre Magieresistenz können wir mit 6 annehmen. Ich finde, das ist okay. Und 1W4 Erschwernis für Schiffzaubern. So, dazu biete ich eine doppelte Zauberdauer. Dazu möchte ich gerne erzwingen. Jetzt gerade nochmal die Preisfrage. Wenn ich 3 Punkte erzwinge, kostet mich das dann 4 oder 7 ASP? Der erste Punkt kostet 1, der zweite Punkt kostet 2, der dritte Punkt kostet 4, also insgesamt 7. Gut. Kein Problem, noch haben wir. Blick in Gedanken. Das ist minus 3, das ist minus 6, also bleibt der gleich. Kommt erstmal der W4. Zwei Punkte. So eine plus 2. Und ich bin drin. Du bist ja in den Gedanken. Bin drin. Hält 5 Kampfrunden. Ja. Dann siehst du nur noch einen strahlenden Blitz. Alles ist hell und du bist blind. Super. Du siehst, trotz dass deine Augen nicht mehr funktionieren, siehst du trotzdem Bilder in deinem Kopf. Dazu gleich mehr. Was macht Ahmad? Der hat die Schreie gehört, ist nach oben gerannt. Was tut er? Ahmad würde jetzt, wo das Schiff die Arche in Sprint reinlegt, würde er sich wahrscheinlich irgendwo erstmal festhalten. Und wahrscheinlich irgendwie bei Rondra, was ist denn jetzt los? Brüllen. Genau, das Sprinten hast du ja sowieso noch nicht erlebt, das Bewegen der Schiffe schon, aber den Sprint noch nicht. Wir bewegen uns, wir rennen, wir fliehen vor irgendwas. Keine Ahnung, was der Kapitän hat. Wir fliehen? Vor Das dem Schiff Schiff? vor der Zedracke. Ich weiß nicht warum. Sie lag ganz still da und plötzlich stürmte er aus der Kabine raus und schrie irgendetwas von, wir müssen laufen und schießen. Ahmad steht da immer noch so ein bisschen baff irgendwie an so einem dieser Bäume. Hält er sich fest? Lässt sich dann auch langsam da los? Aber das sind 18 Meter pro Sekunde, ja? 18 Meter pro Sekunde. What the fuck? Das ist Hölle schnell. Also Kriegen wir nicht weg oder so? 70 km/h. Auf dem Ja, okay, Schiff, 70 das km/h. ist schwer. Also wenn du dann eben in dem eigenen Bezugssystem bist, geht das. Aber das ist ja keine Beschleunigung, die sofort stattfindet, sondern wie gesagt ein langsames Anlaufen, Anrennen. Alles klar, ja gut. Lichtgeschwindigkeit. Ja, also das kriegt sonst keiner hin.
eine Seeadler von Beilung, die mit vollen drei Segeln und Rudergeschwindigkeit, also Rammgeschwindigkeit ist. Nicht nur Ruder, sondern Rammgeschwindigkeit, die ist dann auch bei GS 18, aber das könnt ihr auch nicht lange halten. Aber krass. Das ist gigantisch schnell. Ja. Und du reitest die Welt. Alles klar. Ja, ich würde mich dann, glaube ich, auch so lange festhalten da, damit ich nicht vom Bord fliege, bis dann dieser Sprint vorbei ist. Achmat ist nicht sonderlich sicher auf Booten. Und würde dann, wenn dieser Sprint vorbei ist, dann auch mal den Kapitän suchen gehen. Der steht vermutlich gerade auf dem Hauptdeck und hält sich ebenfalls an irgendwas fest. Vielleicht an dem Harpunal. Kapitän? Achmat, das ist jetzt ein schlechter Moment. Ein schlechter Moment, warum? Nichts, ich bin nur nervös. Was braucht ihr? Ich hörte gerade, wir fliehen. Irgendwas Magisches geht hier vor sich. Ich weiß nicht was oder warum. Aber es ist besser, sich mit solchen Dingen nicht anzulegen. Wie, hm? Woran habt ihr das festgestellt? Fühlt ihr auch ein gewisses Stechen hinter den Augen? Weiß ich nicht, tue ich das? Ein Schadenspunkt für euch beide. Alles klar. Immer noch. Verflucht. Jetzt, wo ihr es sagt. Ja. Außerdem haben wir gerade eine der Kundschafterinnen. Ah, verzeiht. Eine der Kundschafterinnen. Krank, vergiftet, halbtot, ich weiß es nicht, in ihrer Kabine gefunden. Aber sollten wir dann nicht lieber dorthin gehen, dieses Schiff vernichten, bevor die Magie uns tötet? Können wir das? Ich weiß es nicht und ich war nicht bereit, es herauszufinden. Ich weiß nicht, wozu diese Arche fähig ist. Aber ich weiß, dass wir tapfere Männer, die sowohl an Praios, Rondra und an die anderen Zehen glauben, in einer Verfassung sind, diese Dämonenpraktierer, die uns mit finsterer Magie bedrohen, zu erledigen. Genau wie ihr kann auch ich nicht töten, was ich sehe. Was ich nicht sehe. Dort wird ein Magier auf dem Schiff sein, oder nicht? Vielleicht. Oder vielleicht sogar Schlimmeres. Dann ist es aber nur umso mehr Grund, dorthin zu fahren und es auszulöschen. Vielleicht ist es noch irgendeine Fernwirkung. Du da, Söldner, hol Kohlrab herbei! Jetzt! Jawohl, Herr Kapitän. Verfällt er das in einen Sprint. Der auskommt auch gerade. Herr Verdauer, es gibt 1W6, Entschuldigung, nicht 1W6, ein Schadenspunkt. Kapitän, Kurs wohl korrigiert. Sollen wir den Kurs beibehalten? Ja, aber erst einmal langsam. Ich will die Landzunge umrunden. Nun, wir dürfen das andere Schiff nicht entkommen lassen. Was? Was ist denn der Grund? Doch nicht etwa der Schaum der Kundschafterin? Deine Zauberei geht hier vor sich. Etwas, was ich nicht gemerkt habe? Bitte nicht auch diesen leichten Kopfschmerz. Das Gefühl, der wird immer stärker. Jetzt, wo du es sagst. Magistra Kohlrab kommt zu euch. Kohlrab, irgendwas wird hier gezaubert. Bindet heraus, was und unterbindet es. Das heißt Magistra Kohlrab. Ja, und ja, bitte. Verzeiht. Bitte tut etwas. Dann noch einmal. Oh, der Makanum-Senserei liegt hier ein Hauch von Zauberei. Und er schaut dann einmal sich um. Ihre Augen leuchten weiß.